Im Wertheimer Bahnhof entsteht eine sogenannte Mobilitätszentrale. Die soll Bürgern und Touristen als Anlaufstelle rund um das Thema Mobilität zur Verfügung stehen. Künftig wird es also wieder eine persönliche Beratungs- und Verkaufsstelle im Bahnhofsgebäude geben. Die Mobilitätszentrale beinhaltet, man kann Ruftaxi-Buchungen machen, man kann ganz normale Fahrscheine kaufen für Bus und Bahn, man kann normale Taxibuchungen vornehmen in der Mobilitätszentrale, wir sind täglich da. Man kann E-Bike-Sharing bieten wir an, man kann also E-Bikes mieten, Carsharing. Im Main-Tauber-Kreis ist die Einrichtung von insgesamt 3 Mobilitätszentralen vorgesehen. Die erste wurde im Dezember 2019 in Bad Mergentheim eröffnet. Eine dritte Einrichtung dieser Art soll in Lauda geschaffen werden. In Bad Mergentheim lässt sich sagen, dass durch die finanzielle Unterstützung der Stadt und des Landkreises die ursprünglich geforderten Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet werden konnten. Wir haben dann auch im Juni 2020 auch dieses Mobilitäts- und Beratungsangebot erweitern können durch ein Car- und Bike-Sharing vor Ort, welches dann hier in Wertheim auch umgesetzt werden wird. Das Auto ist gerade in der Provinz kaum wegzudenken. Deshalb gibt es hier eben auch 2 E-Ladesäulen und ein entsprechendes Elektrofahrzeug zum Carsharing. Das Ganze funktioniert über eine App. Ich suche mir den Termin raus mit der Uhrzeit, von wann bis wann ich das Fahrzeug ganz gerne mieten oder leihen möchte, finde mich hier ein, kann dann das Fahrzeug über die App auch entsperren, nutze das Fahrzeug und bringe es dann am Ende meines Tages oder des Ausleihvorganges hierher wieder zurück, stöpsel es wieder an, beende auch die Miete. Das Ganze wird dann über die App auch abgerechnet und ist ein sehr, sehr einfacher Vorgang. Neben Bus und Bahn können hier also künftig auch Taxis gebucht oder Autos und E-Bikes ausgeliehen werden, um den öffentlichen Personennahverkehr in der Region weiter auszubauen. Wir befinden uns in Wertheim natürlich im ländlichen Raum und da ist es die Fragestellung, wie es angenommen wird. Ich glaube aber, dass es State of the Art ist, so etwas anzubieten. Wir kennen das aus großen Städten, da gibt es eine gute Akzeptanz für solche Mobilitätslösungen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen erstmal Kenntnis davon haben und dann ist es auch die Frage, wie kommt es in die Köpfe? Also die Bürgerinnen und Bürger haben es dann gehört und die Frage ist, wie kann ich es in meinen persönlichen Alltag integrieren? Muss ich mein eigenes Auto haben oder kann ich ein öffentliches Fahrzeug nutzen? Das hat auch was mit Umdenken im Kopf zu tun. Das Verkehrsministerium fördert die Einrichtung und den Betrieb der Mobilitätszentrale Wertheim im Rahmen der Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität mit über 30.000 Euro. Jetzt liegt es an den Nutzern, ob das vielfältige Angebot auch angenommen wird. Also es war uns auch von Anfang an klar, dass der am ersten Tag hier eine Schlange am Bahnhof von 50 oder 100 Meter ist, wo mit Leute eben ist, sondern das ist natürlich ein Pilotenprojekt, sage ich jetzt einfach mal, was es die nächsten 5 Jahre eben ist. Und es braucht einfach seine Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Und ich denke, dass wir irgendwann mal so im Frühjahr oder mal im Sommer nächsten Jahres, dass wir mal eine Zahl haben, wo man sagt, jawohl, da kommen täglich ältere Leute, es kommen jüngere Leute, gerade wenn mal wieder Tourismus Wertheim jetzt im Frühjahr dann wieder beginnt mit Fahrradfahren und so weiter, dass man halt eben die Auskunft hat und die kriegt dann mal uns vor Ort. Auch zum sogenannten Ruftaxi, dessen Konzept kürzlich erst landesweit ausgezeichnet wurde. Seit dessen Einführung 2018 gab es im Main-Tauber-Kreis rund 90.000 Ruftaxifahrten. Da freuen wir uns auch wirklich drüber, dass auch dieses bedarfsorientierte Verkehrsangebot immer besser angenommen wird. Auch nach Corona können wir kontinuierlich steigende Nutzerzahlen, Fahrgastzahlen auch feststellen und freuen uns, dass auch dieses Konzept wirklich gut angenommen wird und auch die Idee, die ja dann auch 2018 umgesetzt wurde, dann auch von unseren Kreiseinwohnern entsprechend angenommen wird. Am kommenden Dienstag wird die 2. Mobilitätszentrale im Kreis mit einem feierlichen Festakt offiziell eröffnet. Ab Donnerstag, also ab dem 1. Dezember, steht die neue Einrichtung dann der Öffentlichkeit zur Verfügung.